Nee, Teufelskreis, meintet ihr, oder? Oh, der ist ja wirklich... Ach, so ein alter Song. Warte mal, dann kenne ich den aber bestimmt. Dann kenne ich den bestimmt. Von wann ist der? 2009. Den habe ich safe irgendwann bestimmt mal gehört. Weil so diesen ganz alten Alligator-Stuff, den habe ich... Da war der noch bei Rappers Inn wahrscheinlich irgendwie, ne? Unter Vertrag, oder? Bei Up. Weil das, da habe ich noch, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, worum es geht. Oder hätte jetzt auch kein Thema mehr im Kopf so. Mal gucken. Ja, ja, aber die Zeit, in der die Maske da, das kenne ich auf jeden Fall noch, ne? Lass mal kurz rein hier. Hier. Alter, man hört schon wieder, wie laut das gemastert ist. Ne? Krank. Digga, was für ein Video, Alter. Die letzten 15 Jahre habe ich vor der Gedenktafel meiner Eltern gekniet und gebetet. Ich habe gehofft und darum gebetet, dass mir ihr Geist hilft, ihren Mörder ausfindig zu machen, um für sie Rache zu nehmen. Ich war 6, gerade mal ein Kind. Und rate mal, was sind da die wichtigsten Menschen in deinem Leben? Ja, es stimmt, die Eltern... Aber auch eine interessante Reimtechnik, ne? Interessanter Flow. Sowas mag ich, diese Spielereien, wenn du nicht weißt, wann der nächste Reim kommt. Oder wenn du so, das passiert nicht so oft, das können auch nur ein paar Leute gut, finde ich. Dieses, die zweite Line zum Beispiel, mit einem Reim abzuschließen, mitten im Satz. Wisst ihr ein bisschen, wie ich, fühlt ihr das? Also nicht so dieses typische, ne, ich war unterwegs und habe dich dort gesehen, ne, stehen. Sondern der Reim ist irgendwie mitten in der Line. Und zieht sich dann in die nächste Zeit. Ich finde sowas voll interessant, Mann. Das hat Alligator vor allem früher gerne gemacht, ne? Wobei, ich glaube, er nicht adoptiert war, das auch immer noch der Fall, ne? Der macht das schon gerne, ja? Klingt so, als ob Jay Jiggy Snagger nachmacht. Ey, ein bisschen true, Alter. Um für sie Rache zu nehmen. Ich war 6, gerade mal ein Kind. Und rate mal, was sind da die wichtigsten Menschen in deinem Leben? Ja, es stimmt, die Eltern sind vertraut. Doch welcher Spinner raubt dir diese Menschen? Nur ein Monster, ich ging heim. Der Unterricht war Schluss, da verwundert mich ein Schuss. Ich rannte, sah den Mann im schwarzen Mantel. Und als ich den Raum betrat, brach die Welt zusammen. Leblose Körper, die mal meine Eltern waren. Leben starb, Hass wurde geboren. Mein Lachen ist gefroren. Okay. Ich glaube, also... Der Song sagt mir jetzt nichts. Es kann sein, dass ich mal gehört habe, aber ich kann mir schon vorstellen, worauf es hinausläuft. Ne? Für die Leute auf YouTube, falls es da auf YouTube geladen wird, wir haben uns halt gerade so über Ukraine-Krieg und so ein bisschen unterhalten. Und irgendjemand hat vorgeschlagen, den Track zu hören, weil der so ein bisschen erklären soll, wie Menschen ticken. So, ja, so simpel runtergebrochen. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, worauf es hinausläuft. Ne? Auch der Titel Teufelskreis, was jetzt so wahrscheinlich in seinem Kopf abgeht so. Ne? Und wie sich das entwickelt. Wahrscheinlich wird er selber so ein menschenhassendes Etwas, und um seine Eltern zu rächen oder keine Ahnung, Alter. Oder knallt die Eltern eines anderen Kindes ab und ist dann quasi genau der gleiche schlechte Mensch, den er in dem Moment verurteilt oder den er vorher noch verurteilt. Irgendwie so bestimmt, Alter. Und als ich den Raum betrat, brach die Welt zusammen. Leblose Körper, die mal meine Eltern waren. Leben starb, Hass wurde geboren. Mein Lachen ist gefroren, ich sinne nur auf Rache. Yo, Massenmord, deshalb trainiere ich pausenlos. Ein Riesenaufgebot, Soldaten schlag ich einfach mal aus dem Tod. Ich brauche bloß ihn aufspüren und dann die Haustür mit Gas. Also er schafft es halt irgendwie so ein ziemlich makaberes Thema, sehr unterhaltsam trotzdem rüberzubringen. Ne? Weil er es so übertreibt mit seiner Delivery. So. Schlag ich einfach mal aus dem Tod, brauche bloß ihn aufspüren und dann die Haustür mit ganzer Kraft einzurammen. Auch diese Stelle wieder, das meine ich mit diesen Reimen, die ich so interessant finde bei Alligator. Ne? Diese mit ganzer Kraft, wo er diesen Reim mitnimmt, so, das ist so, das ist sehr eigen einfach, aber deswegen auch feierbar. Das ist so, hört man nicht oft, finde ich. Aufspüren und dann die Haustür mit ganzer Kraft einzurammen. Ich hab nachgedacht, ich hab Fehler gemacht. In jeder Nacht von Rache besessen, dachte ich, Waffen zu sprechen, während ich heute weiß, es ist ein Teufelskreis. Ich hab mich geändert, hab Familie und Kinder, doch es sticht jeden Tag, dass ich damals so blind war. Jeder glaubt zu wissen, was Gerechtigkeit ist, also drück ab, doch dann bist du nicht besser als ich. Oh, Digga, ich wusste, worauf es hinausläuft, ne? Es war schon irgendwie...
Ne, man hat schon gesehen vor seinem geistigen Auge, wenn man halt das Lied vorgeschlagen bekommt in dem Kontext. Aber Hook geil gemacht. Ne? Also die Hook-Ohrwurm-Faktor, aber gleichzeitig so schön rund geschlossen mit dieser Endaussage, ne? Drück ruhig ab, ne? Better da dich, so, ne? Bring mich um, aber dann bist du nicht besser als ich. Mal gucken, wie er sich entscheidet. Besser als ich. Was sonst? Vater, ich werde dich rächen! Es war ein Wasserkampf auf mich. Oh, Junge, Alter. Auch dieses Video dazu, ne? Mit diesen kleinen Play-Doh? Sind das Play-Doh-Figuren oder sind das Lego? Ich bin mir gar nicht sicher, Alter. Lego, oder? So eine Lego-Figürchen. Vater, ich werde dich rächen! Es war ein Massaker und obwohl ich keine Angst habe, bin, hatte ich nur ein Ziel und zwar Land zu gewinnen. Rante und Lande. Ach, Playmobil. Was hab ich gesagt? Play-Doh? Play-Doh ist, glaube ich, Knete, ne? Ich komme da durcheinander bei den ganzen Kinderspielsachen von meiner Kleinen. Ich glaube, Play-Doh ist Knete, ne? Ja. Vater, ich werde dich rächen! Es war ein Massaker und obwohl ich keine Angst habe, bin, hatte ich nur ein Ziel und zwar Land zu gewinnen. Rante und Lande, okay. Haus eines Kreises, der Kung-Fu-Meister war. Er war weise, denn er trug weißes Haar. Und zudem wuchs mein Bart. Er nahm mich auf und weil ich Rache verschwieg, hatte ich den. Ja, der hat, Alligator hat sowieso immer extrem Spaß, in andere Rollen zu schlüpfen. Ja, der hat ja auch diese ganzen Meister des Bitens oder wie die hießen, wo er diese ganzen Rapper nachgemacht hat, teilweise echt krass. Ne? Ich kenne nur zwei Leute, glaube ich, die das wirklich so gut können. Blumio und Alligator. Na, macht das gerne. Trug weißes Haar, wozu der wuchs mein Bart. Er nahm mich auf und weil ich Rache verschwieg, hatte ich den geheimen Drachenkampfstil und mit Waffen hantiert. Nach all den Jahren bin ich Karate-Bomber. Todesfäuste mit einer Gnade von Anaconda. Nach den 36 Kammern und dem hölzernen Mann, die ich bewaffnet wie ein Söldner durchs Land. Und jeder Tölpel ist dran. Jeder Tölpel ist dran, Digga. Wie hieß die Kampfsportart, die er gelernt hat? Was hat er gesagt, Alter? Irgendwie die Schlangen. Ja, ich weiß nicht mehr. Und dem hölzernen Mann, die ist bewaffnet wie ein Söldner durchs Land. Und jeder Tölpel ist dran, der ihn supportet bei seinem blutigen Spiel. Und mit dem Schwert mach ich die Suche nach ihm, wie er meine Kugel verdient. Es ist soweit, ich hab den elenden Mörder. Nach seinen letzten Worten werde ich ihn ins Jenseits befördern. Mit dem Mörder seiner Eltern die Waffe ins Gesicht, der alte Mann. Ja, jetzt kommt wieder genau die gleiche Hook, ne? Und dann wieder die Frage, wie wird er sich entscheiden? Und wahrscheinlich wird's wieder einen Schuss geben. Jenseits befördern. Mit dem Mörder seiner Eltern die Waffe ins Gesicht. Der alte Mann dreht sich um, sieht ihn gelassen an und spricht. Ich bin alt geworden, ich hab nachgedacht. Ich hab Fehler gemacht, in jeder Nacht von Rache besessen. Macht dich Waffen zu sprechen, während ich heute weiß, es ist ein Teufelskreis. Ich hab mich geändert, hab Familie und Kinder. Doch es schlicht jeden Tag, dass ich damals so blind war. Jeder glaubt zu wissen, was Gerechtigkeit ist. Also drück ab, doch da bist du nicht besser. Mega geiler Song, Alter. Vater. Wir hatten dieses Thema auch mal im Deutschunterricht in meiner Berufsschule. Es gibt so einen deutschen Film, der heißt Wut, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da geht es auch um so einen Jungen, der irgendwie von einem anderen gemobbt wird in seiner Schule. Und der Vater will sich dann für seinen Sohn einsetzen und legt sich mit diesem Mitschüler an irgendwie. Ne? Und dann eskaliert es immer mehr in dieser Wutspirale, glaube ich, haben wir da benutzt. Im Deutsch, das war, glaube ich, so das Wort dafür. In dieser Wutspirale geht es quasi nicht gut zu Ende, weil sich das halt immer weiter irgendwie, ne, weiter dreht und hochschaukelt. So. Vater, nein! Ich schwöre, ich werde deinen Tod rächen. Ich erinnere mich damals im Kindergarten. Aber er macht das halt wirklich, ey, weil eigentlich, der Song ist ja recht deep eigentlich, ne? Es ist ja schon so irgendwie so eine Analyse der menschlichen Psyche oder wie Menschen halt funktionieren. Aber er macht das halt schon ultra unterhaltsam, Digga. Ne? Auch so jetzt diese Transition zum nächsten Charakter. Geil. Nein, ich schwöre, ich werde deinen Tod rächen. Ich erinnere mich damals im Kindergarten, wenn mein Lego stiehlt. Zudem bin ich hingerannt und hab ihm seine Spielsachen demoliert. Ausgleich der Gerechtigkeit, wenn du mich ficken willst, fällst du tief. Von demjenigen, der meine Eltern getötet hat, übe ich selbst Justiz. Jage den Penner von Norden nach Süden und bis hin nach Griechenland. In meinem Keller brennt jede Nacht Licht, der dich überab schießt. Hey, ganz kurz. Weil du gerade schreibst, Blaze, ne? Die Playmobil-Figuren ziehen alles ins Lächerliche. Ich würde das gar nicht so sehen. Ich finde, er schafft es halt dadurch irgendwie eine andere Atmosphäre zu erzeugen. Weißt du, auch mit dem Stimmeinsatz. Also er spricht, also er kritisiert, ist irgendwo gesellschaftskritisch oder ja, man kann es als Kritik empfinden oder vielleicht einfach als Beschreibung.
der wie Menschen funktionieren, ne? Oder die schlechten Seiten von Rache und von Wut und von Hass und Traumata, was die so in Menschen auslösen. Aber mit diesem Musikvideo und diesem Stimmeinsatz bringt er das alles halt auf einer humorvollen Art und Weise rüber. Das kann ja ganz gut sein, weil wenn du so ein ernstes Thema sehr deep und düster und so behandelst, dann ist das ja auch für viele Leute schlecht oder schwer zu konsumieren, ne? Also das zieht dann vielleicht stimmungstechnisch runter. So ein Song ist eigentlich ganz cool, so um einen zum Nachdenken anzuregen, aber man kann es trotzdem ganz gut irgendwie in seiner Freizeit oder auch nebenbei mal konsumieren, weil es dich stimmungstechnisch nicht irgendwie direkt ins tiefe Loch reißt. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, der Weg ist nicht schlecht, so. Von Nord nach Süden und bis nach Griechenland. In meinem Keller brennt jede Nacht Licht, der nicht über am Schießstand. Habe gehört, Schießstand. Dass der Mörder auf seiner Seite selber nur Rache verübte. Sie sagen, er wäre genauso wie ich, aber das ist eine Lüge. Haltet die Fresse an! Ich habe die Frau meines Lebens auf dieser, ich sage mal, Todesjagd. Sie hat mir Gewalt zu beenden, die ersten drei Generationen gab. Es wäre ein teuflischer Kreis, aus dem man sich nur befreit. Wenn man verzeiht, tut mir leid. Ich bin zum Hassen geboren, hab die Fassung verloren. Als ich an deiner Tür klingel, verberge ich, dass ich am Zweifeln bin. Doch statt dem Mann, den ich jahrelang jagte, öffnet mir ein kleines Kind. Ich sehe mich in ihm, renne dann aber weiter als Haus seines Vaters und halt ihm die Galle ins Gesicht. Der alte Mann dreht sich um und spricht, ich bin alt. Ich hab jetzt kurz gedacht, jetzt eskaliert's vollkommen. Und dachte mir so, Alter, Alligator, lass das kleine Kind in Ruhe, Bruder. Selbst auf so einer humorvollen Art und Weise kann ich das nicht verkraften, Digga. Chill, nimm die Kurve. Haus seines Vaters und halt ihm die Galle ins Gesicht. Der alte Mann dreht sich um und spricht, ich bin alt. Warte, aber jetzt bin ich, sorry für die Pause nochmal, weil jetzt, in der Hook, die ist schon geil, aber jetzt bin ich gespannt, wie die Geschichte endet. Da wird's bestimmt, also entweder er geht damit raus und bleibt dabei, dass so ein Teufelskreis niemals endet quasi und Menschen einfach nicht belehrbar sind, ne, und nicht daraus lernen, oder er bietet einen Hoffnungsschimmer an. Mal gucken. Dein Haus seines Vaters und halt ihm die Galle ins Gesicht. Der alte Mann dreht sich um und spricht. Ich bin alt geworden, ich hab nachgedacht, ich hab Fehler gemacht. In jeder Nacht von Rache besessen brachte ich Waffen zum Sprechen, während ich heute weiß, es ist ein Teufelskreis. Ich hab mich geändert, hab Familie und Kinder, doch versteh jeden Tag, dass ich damals so blind war. Jeder glaubt zu wissen, was Gerechtigkeit ist, also drück ab, doch da bist du nicht besser als ich. Und so weiter und so weiter. Schade, da bin ich wahrscheinlich auch einfach ein bisschen zu naiv. Ne? Da wünsche ich mir dann doch immer so ein Happy End wie in so einem Hollywood-Film. Am Ende wird doch alles gut. Irgendwie kriegt man die Lösung hin und die Kurve. Aber wenn selbst Alligator keine kennt, dann ist wahrscheinlich einfach keine da, Digga. Die Menschen sind am Arsch. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so fort und so weiter und so weiter und so weiter und so fort. Ah, ist es so? Weil ihr gerade schreibt, du bist der Zweite, glaube ich schon, ein ganz nettes Detail finde ich auch, dass mit jeder Generation immer mehr von dem Schuss gezögert wird. Okay, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das könnte natürlich dann so implizieren, dass quasi irgendwann vielleicht der Punkt erreicht ist, an dem die nächste oder nächste Generation reflektiert genug ist, um sich vielleicht für was anderes zu entscheiden. Könnte sein. Ja, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, ne? Aber vielleicht will er das damit irgendwie sagen. Aber ey, guck mal, es ist doch schon echt krass. Der Song ist 2009. Alligator einfach unglaublich kreativ, ne?